10 Tage nach dem Putsch in Niger ist gestern Abend ein Ultimatum der Nachbarländer an die Militärregierung abgelaufen. Die westafrikanischen Staatengemeinschaft ECOWAS fordert die Wiedereinsetzung des gewählten Präsidenten und droht mit einer militärischen Intervention. Nigers neue Machthaber haben als Reaktion darauf jetzt den Luftraum geschlossen. Niger ist ebenfalls Mitglied der ECOWAS, der Wirtschaftsgemeinschaft der westafrikanischen Staaten. Insgesamt 15 Staaten sind in ihr zusammengeschlossen. Nach Militärputschen in den vergangenen 2 Jahren sind die Mitgliedstaaten von Mali, Burkina Faso und Guinea suspendiert. Die Militärregierungen dieser Länder unterstützen die Junta in Niger und sind gegen eine Intervention. Gestern Abend im zentralen Stadion von Nigers Hauptstadt Niamey. Die Militärjunta lässt sich vom Volk feiern. Das gewünschte Signal, die Menschen stehen hinter der neuen Regierung und sind bereit, für sie zu kämpfen. Putschführer Tchiani ist nicht dabei, lässt aber seine Vertreter die Botschaft verkünden. Wir sollen euch ausrichten, dass euer Engagement und eure Entschlossenheit nicht vergebens sind. Applaus von den Rängen. Etwa 30.000 sind es, die hier ihr Bekenntnis abgeben für die Militärs und gegen die westafrikanische Staatengemeinschaft ECOWAS. Die hatte mit einer militärischen Intervention gedroht, wenn die Junta nicht abtritt und den gewählten Präsidenten wieder ins Amt einsetzt. Das ist nicht geschehen. Nun bereiten sich die Putschisten auf einen Angriff vor. Durch die Vorbereitungen eines Nachbarlandes wird eine Intervention immer klarer. Nigers Luftraum wird deshalb von heute an bis auf Weiteres für alle Flughäfen geschlossen. Jeder Versuch, den nationalen Luftraum zu verletzen, wird energisch und umgehend beantwortet. Keine Flugbewegungen mehr. Niger fürchtet vor allem den südlichen Nachbarn Nigeria, der derzeit den Vorsitz der ECOWAS-Staaten hat. ECOWAS hat sich nach seinem Spitzentreffen vor einer Woche noch nicht zum weiteren Vorgehen geäußert, inzwischen aber eine Erklärung angekündigt.